Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. In der letzten Folge haben wir USB und Spanpaletten verkauft und ich stand ja vor der Diskussion mit mir selber, ob ich die Produktionslinie deaktivieren soll oder ob ich sie weiterlaufen lassen soll. Und ich habe die Diskussion mit mir gewonnen und auch verloren, weil ich mich dafür entschieden habe, sie trotzdem weiterlaufen zu lassen. Wir können sie ja, die Güter ja dann verkaufen. So, da habe ich jetzt auf mal 10 gestellt und ja, das hat auch zur Folge gehabt. ja. Dass ich einfach hier schnell durch Mai durch möchte. Klar, im Juni ist dann wieder die Erntezeit. Aber es ist ja eigentlich egal, ob wir jetzt im Mai die Sachen bearbeiten oder eben im Juni in der Ernte. Weil in der Ernte sind ja auch unsere Drescher als unterwegs. Im Juli wird es wieder problematisch, weil wir da viel Ballentechnik wieder haben oder unterwegs haben werden. Müssen wir halt mal schauen, na, wie das sich hier dann so genau eingroovt. Aber immer wieder der spannende Blick von mir auf den Info-Hut. Also Produktionsinfo. Wir haben hier schon ziemlich viele Sachen zu tun. 6 weitere, das ist halt schon viel. Gut, Wasser, das ist schnell erledigt. Das Wasserfahren, das ist wirklich ruckzuck erledigt. Das passt schon. Wir werden natürlich auch viel zu tun bekommen. Ich wollte noch schauen, ob wir irgendwas haben, wo wir Unkraut vernichten müssen. Ja, das hört sich jetzt so hart an, ne? Unkraut vernichten. Ah, da können wir einmal hier auf die Karte gehen und wir sehen, ja, wir haben ein Feld, wo uns gehört, und zwar die 39. Da müssen wir Unkraut vernichten. Das können wir dann gleich tun, aber ich möchte den erstmal zum zur Textilfabrik. Oh, da sehe ich schon, da habe ich nicht so schön gearbeitet, beziehungsweise Curseplay. Aber egal, das, auch wenn es so unschön aussieht, das. Die Felder sind so groß, da kriegen wir so viel runter. Also alles gut. Ich möchte einmal in die Textilfabrik, dass die eben wieder Bretter hat, dass wir die Bretter füllen. Vielleicht ist es sogar eine von den Produkten oder Produktionen, die bei den 6 weiteren steht. Nee. So voll wie die Reihe da ist. Nee. So, und hier können wir auch gucken, dass wir das in ein paar Paletten so stückweise haben wir es jetzt weggekriegt. So, dann springen wir hier hin. Natürlich wollen wir Rohöl laden. Ah, Rohöl. So, dann können wir hier hinspringen und. Landini. Der Landini, mit dem können wir dann zum Spritzen gehen. Das passt. Dann haben wir auch so mal ein bisschen immer wegen Abwechslung. Nicht immer den gleichen nehmen. Das gefällt nicht so. Für euch jetzt noch eine kurze Information. Ich weiß, ich hätte das am Anfang des Videos sagen sollen. Ab jetzt kommen die Videos wieder wie gewohnt. 2 Videos pro Tag, Montag bis Freitag von diesem Let's Play. Und am Wochenende wieder 3 Videos. Da ich ja aus dem Urlaub wieder zurück bin, kann ich das jetzt auch wieder machen. Weil ich konnte einfach nicht für die 2 Wochen diese Anzahl an Videos vorproduzieren. Das ging einfach nicht. Rein zeittechnisch, da ich auch ein bisschen mit meiner Frau noch Zeit verbringen wollte,
da sie ja schwanger ist. Also ich werde im Dezember Papa. Das habe ich auch hier mal im Let's Play gesagt. Das wurde ja nur für diejenigen, wo sich auch muss ich auch die Folgen angucken, wo ich mit Stefan aufnehme, also die Livestreams. Da habe ich es ja als erstes geteasert bzw. veröffentlicht, dass ich eben Papa werde. Und ich habe jetzt auch gedacht, jetzt nach meinem Urlaub kann ich das auch hier in diesem Let's Play sagen. Genau. Ah, da sind wir auch schon. Separator. Möchte auch wieder ein bisschen Gülle haben. Ja, du möchtest viel, wenn der Tag lang ist. Ich weiß schon. So. Bevor wir uns jetzt hier großartig Hoffnung machen. Nee, mit dem LKW sind wir noch nicht fertig, weil wir haben noch die Malzfabrik, wo wir ausgelagert hatten, und eben die Zellstofffabrik. Ja, da hatten wir auch Karton. Karton, Karton, Karton. Aber mit der Zeit auf mal 10 geht es hier schon gut voran. Würde ich mal behaupten. Klar, die Hackschnitzel könnten wir theoretisch auch noch machen. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen immer wieder mal so spielen, weil ich hier nicht sauber reinfahren kann. Oder wahrscheinlich könnte ich schon, nur ich müsste halt ein bisschen mehr ausholen. Und darauf hatte ich jetzt keine Lust. So, das heißt, ich habe jetzt hier 12 Paletten geladen, dann könnte ich noch 66 laden. Also holen wir uns noch die 66 Malzpaletten raus. 66 Stück. So, et voilà. Wird auch schön geladen. Rohöl haben wir jetzt auch schon geladen. Das werden wir dann gleich im Anschluss fahren. Weil ich brauche ja den LKW und das Fass, um eben das Wasser noch zu transportieren und Gülle und. Dann schauen wir mal. Ich glaube, das ist mitunter das erste Malz, was ich einlager. Und das könnte, glaube ich, bei Lebensmitteln sein. Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, wo ich das Malz jetzt einlagern muss. Klar, könnte es jetzt auch gut sein, ich fahre das Malz jetzt ins Zentrallager und dann sagt die Brauerei, ich hätte gern Malz, weil 7 weitere noch dastehen. Eins davon wird doch ein Separator sein. Das steht fest. Hier sind Getränke. Nein, da möchte ich nicht hin. Obst und Gemüse möchte ich auch nicht hin. Hier möchte ich hin. Lebensmittel. Genau. Und ja. Wir haben die richtige Wahl getroffen. Schauen wir mal. Du fährst an den ersten Wegpunkt. Das passt. Das ist super. So, in der Zeit, wo wir hier eben entladen, können wir hier nochmal ein bisschen nachtanken. An Rohöl. Dann haben wir jetzt 129.000 Liter. Das ist auch eine Menge. Ja, das ist eine schöne stattliche Menge. Rohöl und ja, die bringen wir jetzt entspannt in die Raffinerie und dann können wir dort in der Raffinerie abladen und dann von dort Klärwerk fahren, Wasser laden und das Kalkwerk befüllen, beziehungsweise unser Lager noch mit Wasser leerziehen. Ich habe schon gedacht, ich bin wieder vorbeigefahren. Ich wollte jetzt irgendwie in die Brauerei. Ich weiß nicht warum. Ja, der Diesel, den können wir erstmal noch hier drin lassen. Das stört ja aktuell nicht. Auf jeden Fall erstmal Raffinerie Rohöl.
Ist zwar noch drin, aber schon wieder ziemlich weit raus gegangen. Das finde ich gut. So, dann haben wir auf jeden Fall auch das Malz weg. Dann müssen wir noch die Karton uns um die Karton kümmern. Da natürlich können wir auch mal Hackschnitzeln machen. Zellstockfabrik hätte gerne Hackschnitzel. So, ich weiß, ich fahre jetzt hier auch falsch rum hin. Uiuiui. Aber ganz gut gesprungen hier, der Kleine. Ja, auch knapp 400.000 Liter Wasser, also auch nicht gerade so wenig. Na gut, dann gehen wir einmal hier hin, dass wir. Ach, da haben wir ja. Ach ne, da haben wir ja noch Mist geladen. Ja, machen wir das jetzt hier zuerst. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Einen kurzen Moment noch warten und dann haben wir es hier auch schon mal geschafft, abzuladen. Ja, die Saatgutproduktion, die wird dann leer laufen. Da warten wir einfach bis im Herbst rum, bis wir wieder relativ ja, Saatgut dann aus dem Lager draußen haben. Ja, das hört sich gut an. So, jetzt kam wieder was rein. Es ist wieder neun weitere. Brauerei, Gerstenbier fast voll. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Dann werden wir einfach mal das Gerstenbier auslagern. Das ist ja nicht so schlimm. Lass mir hier ein bisschen Karton. Man, da bist du auch schon locker bei 20. Bei 20 Paletten. So. Können wir hier sehen, 24 Paletten, da können wir noch 54 von der Zellstofffabrik auslagern. So, 54 auslagern, das machen wir natürlich jetzt schnell. Oder eben nicht. Das wären dann 33, dann können wir nochmal 21 Paletten, nehmen wir einfach Papier. 21 Paletten Papier. Oh, das war, glaube ich, gerade alles. Ja, egal. Also, Brauerei. Da war es dann das Gerstenbier. Aber Weizenbier folgt auch gleich. Das Weizenbier wird auch gleich folgen. Mann, Mann, Mann. Ja, hier ist so eine fast leere Palette jetzt. Mit Papier. Aber gut. So ist es halt. Kann man jetzt nicht ändern. Sobald da wieder was voll ist, fahre ich ab, rüber, Baumarkt, verkaufen, Ende Geschichte. Müssen natürlich noch Mist fahren. Wasser ist jetzt bald voll. Oder bald geladen. Ja, ich merke schon, ich komme hier einfach nicht mehr nach, richtig. Auf jeden Fall wird es hier auch entladen. Es wird entladen. Ja gut, dann können wir mal uns ganz kurz um das Wasser kümmern. BGA, knapp daneben. Ah, das hat ja fast geklappt, ne? Na gut. Erstmal hier weiterfahren. Kalkberg abladen, dann können wir Wasser laden und dann ja Zementfabrik Wasser hinbringen und dann Zellstofffabrik Wasser hinbringen. In der Hoffnung, dass wir auch genug Wasser haben für alle drei Fabriken. Wenn nicht, Wasser ist wieder schnell hergeholt. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da.
Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.